Hallo und herzlich willkommen bei Videoaktiv. Ich bin auf der Digitalschnittmesse und ich bin bei JVC. Semir, hallo. Und danke, dass du Zeit für mich hast. Es freut mich sehr, das mache ich doch gerne. Ja, und warum ich hier bin, es ist das, wir hatten, glaube ich, jetzt insgesamt zweimal die 500er im Heft angekündigt. Jetzt steht sie hier. Wie sieht es denn aus? Wie weit ist er denn jetzt? Also es sieht sehr gut aus. Ich denke, dass sie Ende Juni dann doch lieferbar sein wird. Und die jetzt hier steht, die hat auch schon alle Funktionen letztendlich, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Das ist ein Vorserienmuster. Also es sieht recht gut aus. Wir werden sie in Kürze haben. So, und da wir ja jetzt die 500er hier in der Vorserie haben, erklären wir doch nochmal ganz kurz, auf was ändert sich denn jetzt und was ist denn das, was du jetzt sagst, was die 500er ausmacht gegenüber dem, was ihr bisher angeboten habt? Also bisher haben wir ja Kameras angeboten, die Streaming und FTP im Prinzip. Halten wir sie auch mal in die Kamera, ne? Halten wir sie mal hoch, ja, das ist sie. Wir sehen hier, die hat auch zwei Antennen, das heißt, sie wird weiterhin letztendlich die ganzen Stream-Funktionen, die wir auch in den kleineren Modellen wie HM200 oder HM660 haben, auch weiterhin unterstützen. Aber wir haben das noch ein bisschen aufgebohrt. Bei den bisherigen Kameras war es so, dass ich immer nur einen Stream von der Kamera weg irgendwo hinschicken konnte. Bei dieser hier wird es jetzt so sein, dass sie auch Streams empfangen kann. Ja, das heißt, für eine Produktion kann ich im Prinzip einen Video-Return quasi über IP-Netzwerke machen, damit der Kamera-Operator oder der Moderator sieht, was gerade im Studio gesendet wird, ein Einspieler oder so, und sich darauf einstellen kann. Wir haben also einen Rückkanal, der bringt mir in erster Linie was, wenn ich quasi kontrollieren will, was ist wirklich auf Sendung. Sprich, wenn ich als kleines Team unterwegs bin und wissen will, was ist wirklich auf Sendung. Das oder wenn irgendein Ereignis stattfindet, kann ich zum Beispiel dann die Leute auch informieren, denen zeigen, hier guck mal, das ist das da und da gesendet worden oder so. Ich kann jegliches Video, was ich im Studio habe, im Prinzip an die Kamera schicken und einspielen. Ja. Okay, das ist der eine Vorteil. Jetzt haben wir, sag ich mal, von der Sensorengröße ja auch einen Unterschied. Das ist ein 1-Zoll-Sensor. Bisher hatten wir Halbzoll- oder Drittelzoll-Kameras. Das ist ein 1-Zoll-4K-Sensor. Die Kamera macht natürlich auch Full HD und auch die niedrigeren Auflösungen wie 720p576. Die macht UHD als höchstes Format und bei UHD haben wir natürlich eine hohe Datenrate. Wir können bis 30p auf die üblichen SDHC-SDXC-Karten aufzeichnen. Das sind also hier zwei Slots wie gehabt und damit ist es möglich, natürlich Full HD aufzuzeichnen für sehr geringe Kosten. Die Medien gibt es überall zu kleinem Preis. Ich kann auch 4K UHD aufzeichnen, bis 30 Bilder pro Sekunde. Aber die Kamera bringt was ganz Neues mit. Und da fängt es jetzt an. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal erklärt im Messevideo, das wir gemacht haben. Nur sieht es jetzt tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich halte es jetzt einfach mal hier so in die Kamera rein. Das ist letztlich ein Speichermedium von euch, aber genau genommen ist es eigentlich ein ganz offenes Format. Das ist ein offenes Format. Also wir verwenden, wie schon hier bei den SD-Karten, offene Formate. Das heißt, da ist ein M2-SSD-Medium drin. Ja, das ist jetzt in den meisten Laptops drin. Da wird das fest verbaut. Deswegen ist das jetzt auch nichts, was ich nackig in die Kamera stecken kann, sondern da brauche ich noch ein bisschen Interface drumherum, weil das auch, sag ich mal, ja, an den Rechner später angebunden werden muss. Das heißt, in diesem sogenannten Cradle, was wir da haben, da ist ein USB-C-Interface drin. Das heißt, ich kann da mit USB 3.1 nachher das Medium an den Rechner anschließen und auch direkt auf die Footage zugreifen. Das Schöne ist die hohe Datenrate dieses Mediums. Das ist eine SSD, da können wir gigabitweise Daten drauf schaufeln. Das hat einmal den Vorteil, dass ich große Files, die ich ja bei UHD zwangsweise kriege, schnell von dem Medium auf ein anderes kopieren kann, aber auch natürlich erstmal überhaupt die Aufnahme hinbekomme. Ja, wir nehmen ja nicht ein H264 auf hier, sondern wir nehmen hier ein ProRes auf in 422-10-Bit. Ja. Das heißt, da reden wir über Datenraten von 200, 300 Megabit in der Größenordnung und die wollen erstmal weggeschrieben werden und dafür ist eine SSD das geeignete und ideale Medium. So, aber nur damit wir das klar definiert haben, das USB Anschluss nachher am Rechner ist nicht dafür gedacht, dass ich nachher darauf schneide, sondern es ist schon dafür gedacht zum Auslesen der Daten, weil zum Schneiden an sich darauf ist es nicht gedacht. Wir haben noch keine Tests gefahren, also erste Erfahrung hier mit Edius haben gezeigt, es funktioniert, die Daten sind sichtbar. Es hängt natürlich von dem Rechner ab, der eingesetzt wird, wie der intern mit dem USB kommuniziert. Da ist es noch zu früh, jetzt eine Aussage zu treffen. Meine Vermutung ist, dass es bei sehr schnellen, gut organisierten Systemen gehen wird, bei Laptops eher nicht.
Okay, damit haben wir damit schon mal eine Aussage. Wenn wir jetzt so die Zielgruppe der Kamera ansprechen, dann können wir das irgendwie so umreißen, wo du sagst, so, da sehen wir unsere Kunden? Natürlich ist das eine Handheldkamera, also erst einmal natürlich Berichterstattung, Events und diese Art von Filmaktivität, die, sag ich mal, mit einer Standardkamera arbeitet. Mhm. Aber wir haben in dieser Kamera auch noch Log-Funktionen drin, die kann also im Prinzip Hybrid Log-Gamma und HDR. Das heißt, sie ist auch durchaus geeignet für künstlerische Produktionen, wo ich später in der Post das meiste an, sag ich mal, Anmutung des Bildes und so weiter produziere. Dafür ist auch das ProRes ideal, weil das eben durch seine 10-Bit, sag ich mal, 1024 Helligkeitsstufen pro Farbe gibt und aufgrund der 422-Abtastung auch, sag ich mal, bei Keys und ähnlichen, sag ich mal, Bearbeitungsschritten saubere Kanten liefert. Gut, also jetzt versuche ich es doch noch mal so genauer zu definieren, weil für mich klärt sich das jetzt noch nicht ein. Also ihr habt ja den Preis eigentlich schon angegeben, aber das ist doch eher Reportagebereich, so wenn man das mal so definieren will. Der Sinnebereich arbeitet eher nicht mit 1 Zoll, eher mit größeren Sensoren. Da muss man ja irgendwo eine Abgrenzung auch für euch selber finden, oder? Also wir haben ja noch die LS300-Kamera, die mehr in Richtung Sinnebereich mit einem Super 35mm Sensor geht, mit Wechselobjektiven. Hier ist natürlich ein fest verbautes Objektiv dran. Das soll im Prinzip ein Hybrid sein, der zwischen den Welten irgendwo eingesetzt werden kann. Oftmals ist es ja so, deswegen auch der attraktive Preis, dass ein Kunde eben keine 10, 20 oder noch mehr 1000 Euro übrig hat für eine, sag ich mal, große Sinnekamera. Kann aber im Prinzip mit so einer Kamera den Einstieg finden. Erstmal, wie arbeite ich mit Log, wie arbeite ich mit HDR, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich überhaupt mit meinem Schnittsystem. Das heißt, um den Schritt zu machen von einer reinen Reportagekamera zu einer, sag ich mal, künstlerisch nutzbaren Kamera, ist das, denke ich mal, eine sehr interessante Lösung, die auch den Kunden, die mehr Ambitionen haben, als jetzt nur einfach eine News-Story zu machen, als Einstieg durchaus interessant sein kann. Okay, jetzt ist klar, wir haben jetzt mal so halbwegs definiert, was ist jetzt das, was die Kamera noch nicht kann, was sie später können soll, sprich, woran hängt es jetzt im Moment, dass sie noch nicht am Markt ist? Also es gibt bei dieser Kamera verschiedene Sachen natürlich, die auch per Software nachgereicht werden. Das ist im Moment, sage ich mal, eine Basisausstattung. Das heißt, wir werden sie ausliefern. Da wird auf diesem Medium, was wir hier gezeigt haben, die Aufnahme möglich sein in 4K mit ProRes 422-10-Bit. Später per Software werden wir noch nachreichen, dass da auch HD geht. Ja, das heißt, da kriege ich dann 2000 Stunden oder sowas auf so ein Medium drauf in Full HD in TAR264. Das ist so eine Funktion. Ja. Dann müssen wir natürlich sehen, dass die Kamera generell sag ich mal, für verschiedene Märkte, wie ich das eben schon erläutert hatte, gedacht ist. Und wir sammeln im Moment auch, deswegen ist so eine Messe hier ideal geeignet, um Feedback von Kunden zu kriegen, was soll denn später noch rein. So eine Kamera ist ein Softwareprodukt heute. Ja, das heißt, ich kann später viele, viele Funktionen nachrüsten und noch zugänglich machen, wie wir das auch bei unserer 600er Serie gemacht haben. Das wollte gerade sagen, da habt ihr ja inzwischen schon reichlich Übungen. Also das hat JVC tatsächlich über Jahre hinweg gemacht mit allen Kameras, dass man Software immer wieder nachgeliefert hat und die Kamera quasi auf die nächste Stufe gehoben hat, wohlgemerkt kostenfrei, ohne kostenpflichtiges Update. Also von daher, da kann man sich, glaube ich, schon drauf verlassen. Konstruktiv, gibt es noch irgendwas, wo man sagen kann, diese Kamera, also Vorserienmodell zum Serienmodell, gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das ist halt noch nicht so ganz so und wahrscheinlich wird sich das oder jenes ändern? Also es wären sich vielleicht noch die Lüftungsschlitze, da sehen wir jetzt hier eine Lüftung, so eine Kamera, das muss man halt auch sehen, wenn ich mit 4K arbeite, ja, habe ich die vierfache Geschwindigkeit für die Signalverarbeitung. Ja, das kennen vielleicht unsere Kunden von Rechnern, die Erhöhung der Taktrate bedingt eine höhere Stromaufnahme. Wenn man jetzt in Betracht zieht, dass die Stromaufnahme eines Halbleiterchips bei einer Verdoppelung sich vervierfacht. Ja. Das heißt, doppelte Geschwindigkeit heißt vierfache Stromaufnahme, weil das quadratisch praktisch eingeht. Dann kann man sich vorstellen, was es bedeutet, in so einer handlichen Kamera praktisch eine 4K-Verarbeitung in 60p, 50p zu machen. Und da sind wir im Moment, sie soll ja auch, sag ich mal, unter Umweltbedingungen, wenn es draußen 35 Grad hat, laufen und so weiter, sind wir noch am Optimieren oder war unser Werk am Optimieren, hat noch ein paar Änderungen vorgenommen. Okay. Ich gehe davon aus, dass das jetzt aber abgeschlossen ist und dass wir dann im Prinzip jetzt auch Ende Juni das Produkt in der finalen Version liefern. So, und das heißt für uns, dass wir uns bald am Bodensee sehen? Davon gehe ich mal aus, wie immer gerne. Und dann werde ich natürlich ein Serienprodukt mitbringen, wo man auch schöne Footage dann mal zeigen kann.
Das ist das, was ich eigentlich euch jetzt ganz gern gezeigt habe, aber geht halt noch nicht. Aber ich glaube, wir warten jetzt einfach noch eine Weile und dann haben wir eine Kamera, die genau in dem Segment sitzt, wo ja eigentlich derzeit ja, ziemlich die Post abgeht, wenn man so mal auch so zum Wettbewerb hinschaut. Ne? Ja, also das Preissegment, deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen was machen um die 3.000, 4.000 Euro. Da liegt die Kamera plus Mehrwertsteuer. Es gibt zwei Modelle eigentlich. Das Modell, was wir hier haben, das ist die 550er, die hat diese WLAN-Antennen. Die hat im Prinzip ein eingebautes WLAN. Es gibt eine 500er, die hat das nicht eingebaut, die kann aber trotzdem WLAN und hat auch die ganzen Netzwerkfunktionen, also was wir besprochen hatten mit Streaming von und zur Kamera. Und da ist der Einstiegspreis sehr attraktiv mit 3.000 Euro. Und wir werden bei der Markteinführung noch ein kleines Geschenk an unsere Kunden, auch um sie vielleicht für das etwas längere Warten zu entschädigen, machen. Es gibt bei jeder Erstbestellung ein Medium dazu kostenlos mit einem Terabyte. Das hat einen Wert mit dem Cradle zusammen von ungefähr 500 Euro. Okay. Das ist doch schon mal eine Ankündigung. Ich bedanke mich fürs Interview und ich freue mich, wenn er mich jetzt demnächst dann am Bodensee besucht und wir dann auch Aufnahmen liefern können. Das werden wir da aber ganz sicher. Unter diesem Video, wie immer, einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. In diesem Sinn, tschüss.